Wenn man ein technisches Problem hat und nicht genau weiß, was der Hintergrund ist, ist es eher schwierig. Mein Name ist Jackson Forster. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie, habe dort zuerst die Servicelehre gemacht und dann die kaufmännische Lehre. Dann durfte ich ins Facility Management reinrutschen, zuerst im Empfangsbereich, dann in den Office Support, bin dann zum Objektmanager befördert worden und dort dann vermehrt im Facility Bereich zu tun gehabt. Bei der Administration habe ich die ganzen Offerten eingeholt bei den Lieferanten, beziehungsweise haben die Lieferanten auch aufgeboten für unsere Probleme. Ich musste aber sagen, ja, ich verstehe, was genau die Offerten ist, aber der Hintergrund war mir nicht einleuchtend. Wenn man ein technisches Problem hat und nicht genau weiss, was der Hintergrund ist, ist es eher schwierig. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, die Weiterbildung zur eidgenössisch diplomierten die Leiterin Facility Management und Maintenance zu machen, damit ich das Hintergrundwissen noch mehr habe. Ich durfte, während ich den Lehrgang absolviert habe, Teamführung vom Empfang und Support Services bei uns im Geschäft übernehmen. Seitdem ich den Lehrgang absolviert habe, verstehe ich viel besser, wenn meine Techniker, Hauswirte, Gärtner zu mir kommen mit ihren Anliegen, weil es für mich viel logischer ist, wenn sie von einem Torluftschleier sprechen. Vorher habe ich keine Ahnung hatte, was es ist. Auch wenn sie mir technisch erklärt haben, wieso jetzt unsere Wärmepumpe nicht funktioniert, mir war es nicht einleuchtend. Und dank dem, dass ich den Lehrgang absolviert habe, ist es viel greifbarer geworden. Das Spannendste für mich jetzt in diesem Lehrgang war, dass man halt einerseits zuerst mal die Modulfächer absolviert hat, die ganzen betriebswirtschaftlichen Fächer im ersten Jahr. Im letzten halben Jahr ist es darum gegangen, dort noch Spezialisierungsfächer absolvieren, wo einerseits Gebäudetechnik, Facility Management, Hospitality Services und Immobilienmanagement umfasst hat. Und dort die ganze Theorie zu der Praxis, die man im Geschäft erlebt, zu lehren, war das Spannendste für mich. Am meisten gewachsen bin ich, glaube eigentlich in dem Sinn, dass ich gemerkt habe, was der theoretische Weg ist zu meinem Praxisalltag, den ich jeden Tag erlebe. Und dass man mir ein Werkzeug mit auf den Weg gegeben hat, um meinen Alltag zu stemmen. Ich würde den Lehrgang zur eidgenössisch diplomierten Leiterin Facility Management und Maintenance all denen ans Herz legen, die bereits im Facility Management tätig sind, aber noch nicht so wirklich den Hintergrund haben, was das Facility Management bedeutet. Vor allem, wenn man eigentlich aus einer Admin- oder einer betriebswirtschaftlichen Richtung kommt. Der Lehrgang allgemein ist wirklich so breit gefächert, dass er ein breites Publikum abholt.